Ich bin's, euer Raven the Creep. Heute ist der 24. Dezember. Erstmal frohe Weihnachten. Und ich stelle jetzt mal kurz die Gewinne vor. Ich kann die Gewinne jetzt nicht zeigen, weil sie noch nicht gemacht sind. Sie sind noch in der Produktion. Aber es gibt 6 Gewinne. Aus 3 Motiven. Also 3 Gewinner kriegen halt dasselbe, nur unterschiedliche Motiven. Und die anderen 3 kriegen halt die Trostpreise sozusagen. Es gibt vielleicht sogar etwas Siebtes, wenn ihr wollt, das ist dann für alle, die zwar mitgemacht haben, aber nicht wirklich gewonnen haben. Das tut mir dann auch leid. Es geht nämlich dann auch jetzt los. Alles nach Mintro. So, als erstes Entschuldigung, dass es ein bisschen lauter wird, halt Familienfeier und alles. Aber nun gut, die Gewinne sind 3 T-Shirt-Motive. Also ihr könnt 3 T-Shirts gewinnen, weil, ja, ich habe schon vor einem oder 2 Jahren, habe ich schon gesagt, ich wollte Merchandise-Artikel von mir halt an euch verlosen. Leider hat das jetzt nicht so geklappt. Jetzt ziehe ich das wirklich durch. Aber ist halt nur eine einmalige Sache. Ich bin halt noch nicht so erfolgreich, um Merchandise wirklich zu produzieren. Aber so ein paar Designe, ein paar T-Shirts kann ich ja machen. Ein paar Mützen oder sowas. Aber ich bleibe eher erstmal bei T-Shirts. Und ja, diese 3 T-Shirts könnt ihr gewinnen. Die Trostpreise sind dann ein paar Manga-Bücher, ein paar Poster. Auf jeden Fall 3 Gewinner. Gewinner 4, Gewinner 5 und Gewinner 6 können das gewinnen. Der 7. Gewinn ist dann auch ein Video, was ihr euch wünschen könnt. Mache ich ja hin und wieder. Vielleicht ein Reaction-Video mal wieder oder irgendwas könnt ihr euch wünschen. Ich packe es hier oben in die Videobeschreibung. Ich meine in die Infocard, Videobeschreibung. Na egal. Ihr könnt mir auch unter die Kommentare schreiben, was für Videos ihr sehen wollt im nächsten Jahr. Und ja, erstmal auch danke an alle YouTuber, die mitgemacht haben. Zu einem Stownchat, Otaka Obake, Try to Let's Play, ZF Creepypasta, letztes Jahr auch dabei gewesen als ZF TV, jetzt halt ZF Creepypasta, ja. Und einmal noch ich. Und natürlich auch Jack Werwolf. Wir waren diesmal wirklich nur zu 6. Und das war halt ein bisschen kacke, weil wir nicht so viel Abwechslung hatten dann. Das waren immer die 6 Leute. Und ja. Aber dennoch hat es geklappt. Auch wenn es nicht so erfolgreich lief wie letztes Jahr. Aber dennoch. Vielleicht wird es im nächsten Jahr, Ende 2018, zum Adventskalender anders. Weil wir machen jetzt jedes Jahr so einen Adventskalender. Nur, dass wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen, halt alles durchzuplanen und ja. Und vielleicht was Neues ausdenken zu lassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem YouTube-Adventskalender und ich sag dann, haut raus, bis dann. Ciao. Schaut euch die Videos an, macht an dem Projekt mit und gewinnt schöne Sachen. Was ihr genau dafür machen müsst, auf jeden Fall unsere Kanäle abonnieren von den allen aus der Playlist. Die Playlist würde ich verlinken und einmal noch am Ende. Hier kommt ihr natürlich zu den letzten beiden Videos. Also gleich kommt ihr dazu. Und ja. Auf jeden Fall diese YouTube abonnieren und die Codebuchstaben und Codeziffern suchen und sie hier unter dieses Video packen in die Kommentare.
Und ja. Haut raus, bis dahin. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Oder vielleicht Ende des Jahres. Wer weiß, vielleicht ist da noch was geplant. Ciao.